Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Smash Bros. Ultimate. Ich freue mich ganz herzlich, dass ihr auch wieder bei dieser neuen Folge dabei seid. In der letzten Folge haben wir es geschafft. Wir haben Bowser besiegt und nun soll es weitergehen. Wir wollen den zweiten Teil der Map erkunden, nachdem wir jetzt den ersten Teil der Welt, der ersten Welt schon fast durch haben. Wollen wir nun in den zweiten Teil, das wollen wir jetzt in dieser Folge anfangen. Am Samstag, kann ich schon mal vorspoilern, wird es wieder einen Smash Bros. Livestream geben. Welche Uhrzeit kann ich jetzt noch nicht sagen, aber es wird einen geben. Ja, wir spielen jetzt hier mit Peach. Die haben wir in der letzten Folge erst freigeschalten. Ah, da war eine ernsthafte Bananenkanone. Bowser hatten wir übrigens mit Little Mac besiegt, für die Leute, die es nicht gesehen haben. Solltet ihr unbedingt nochmal reinschalten, das war ein extrem widerwärtiger Fight gegen Ho-Oh unter anderem. Auch gegen Bowser wurden wir ein bisschen verarscht. Schaltet da unbedingt nochmal ein, um die letzte Folge zu sehen, da ist einiges abgegangen. So, und jetzt schalten wir endlich den zweiten Teil dieser Map frei. Nur mal zum Vergleich, das hier haben wir jetzt geschafft und das da drüben. Das fehlt uns alles noch. Und Samus ist es nicht, sondern nur Samus können wir jetzt freischalten. Lieber ein bisschen was anderes. Ja, hier nehmen wir hier das hier. Ah, jetzt habe ich leider einen Lipstick. Naja, was soll's. Samus können wir also jetzt freischalten. Die werden wir dann auch wahrscheinlich mit der großen Wahrscheinlichkeit in dieser Folge sehen. Hat sie, ich dachte, sie hat sich umgebracht. Was macht sie? Nein. Nein, das macht Samus sehr gut. Klar, das Niveau vom Spiel steigt. Das haben wir auch schon in der letzten Folge gesehen. Aber das ist dann auch nur. Nein. Hat sie gut abgepasst. Nein. Der Bumerang. Nein, das hat sie ziemlich gut gemacht. Was? Sie hat. Nein. Das blockt sie ziemlich gut. Das macht sie schon ziemlich stark. Das war eng. Nein, als ob sie mich da in der Luft getroffen hat. Jawohl, schöner Angriff. Also die Kämpfer werden auch... Nein, was? Sie ist da nicht gestorben? Jetzt aber. Sie hat sich echt gut bewiesen. Aber wir haben sie trotzdem umgebracht. Und Peach ist eine coole Kämpferin. Von daher freue ich mich, dass sie die Kämpfe hier so souverän gemeistert hat. Ich habe auch nichts anderes von ihr erwartet. Ja, sagen wir so ein Kämpfer, mit dem ich nicht so oft spiele. Und Kyra schickt den nächsten Boss daher. Und der befindet sich dort unten. Das wird so ein bisschen unsere nächste Aufgabe. Erst wollen wir so ein bisschen dieses Tunnelsystem, was da vor uns liegt, ein bisschen schaffen. Dann habe ich vor, mich nach unten zu bewegen. Und erst dann so ein bisschen nach oben. Das ist zumindest mein Ziel, wenn ich mich bewegen kann. Genau, jetzt. Das heißt, erst gehen wir hier so ein bisschen in die Mitte, versuchen da das ein oder andere hier freizuschalten und dann, wenn wir hier oben alles fertig haben, gehen wir nach unten und schauen uns das an. Jetzt spielen wir erstmal mit Bowser, ein sehr cooler Charakter, ein schwerer Charakter, mit dem ich gut spielen kann, gut, ja doch, ist relativ zu sehen, also ich kann nicht schlecht mit Bowser spielen, so ist es jetzt nicht. Also es gibt Charakter, mit denen ich deutlich schlechter spielen kann. Olima. Von daher. Wir haben einen Helfer dabei. Den werde ich erstmal versuchen zu besiegen. Nein, das war ziemlich eng.
diese Helfer-Trophäen. Können immer ziemlich nerven. Wie zum Beispiel jetzt gerade. Alter, als ob die Bombe ihm da richtig hart geholfen hat. Was? Wieso habe ich verloren und Mewtwo nicht? Ist das lächerlich? Warum habe ich jetzt verloren und Mewtwo hat gewonnen? Mewtwo ist doch auch aus der Edge geflogen. Alter, diese nervigen Helfer-Trophäen nerven halt. Bam. Jawoll, und dieses Mal habe ich aber Mewtwo richtig weggeklatscht. Diese Helfer-Trophäen sind halt echt nervig, besonders weil sie unbesiegbar teilweise sind. Beziehungsweise, wenn du sie versuchst zu besiegen, dann hauen sie auch nicht ab. Sie hauen einfach nicht ab, weil du sie einfach nicht treffen kannst, weil sie sich erstmal so denken, oh, ich teleportiere mich erstmal. So, ich versuche den oberen Weg erstmal hier zu laufen. Ist so eine Taktik von mir, einfach von oben nach unten, das erstmal hier alles zu erkunden. Helferschreck wird mit Sicherheit nicht aktiviert sein, weil wir hier keinen Helfer bei Rotom haben. Mit Sicherheit wird jetzt gleich ein Pokémon gespawnt aus dem Pokéball. Oh, das sind halt einfach zwei Pichus. Ja, das war nicht schlecht. Genau das wollte ich hier machen mit dem Pichu. Jawoll, und tschüss Pichu. Und jetzt stirbt mein... Stirb, Pichu! Schöner Kopfball von Pichu. Genau, schöner Kopfball von Pichu, der Pichu ins Ausgekickt hat. Nein, schöner Kopfball von Pichu. Alter, ich kann nicht mehr reden. Von Bowser, der Pichu ins Ausgekickt hat. So, und jetzt spielen wir tatsächlich sogar schon mit Samus. Mal kurz was gucken. Okay. Wollte ich nur mal kurz gucken, ob alles in Ordnung ist. Wir spielen ja auf normal. Schwer traue ich mir nicht. Also ich bin da... Nicht so der krasse Super Smash Bros. Spieler, der sagen kann, ey geil, wir spielen das Spiel auch schwer, das Spiel ist einfach zu einfach. Ihr habt ja das ja gesehen in der letzten Folge, vielleicht gegen Ho, wie ich da gesagt habe. Von daher lasse ich das lieber aus. Gegen Ridley und Dämon. Ah, Helfer-Trophäe macht das Leben schwer. Ernsthaft, drei Kirbys und Helfer-Trophäe. Ja. Alter. Ja, von Samus war ich nie so ein Fan, und ich muss sagen, bisher bin ich so noch nicht. Also ich finde Zero Suit eigentlich besser. Yo. Nein! Haut doch mal ab! Gut, den Ridley habe ich schon besiegt. Nein. Jawoll! Du hast dich zwar meine Fähigkeit geschnappt, Kirby, aber mich besiegen kannst du trotzdem nicht. Das war's für die beiden. Ja, Super Suit Samus finde ich vom Kämpfer her etwas besser. Oh, hier. Achso, ist das. Nee, das ist nicht der normale Ausgang. Kugelwilli. Also, ich will erstmal dieses Labyrinth tatsächlich. Ach, ich erinnere mich an den. Ich habe gerade schlechte Erinnerungen an diesen Kampf. Der war sehr nervig. Der war nervig. Besonders, weil die jetzt gleich alle diese nervigen Kugelwillis benutzen. Teilweise sich auch selber umbringen. Aber des Häufigeren wirst du von ihnen umgebracht. Deswegen ist das Schild gerade auch gar nicht mal so verkehrt. Hä? Ist der eine nicht gestorben? Oh, das war sogar ziemlich cool. Lol, wie sie sich einfach selbst umbringen. Ja, das war nice. Ich weiß noch, dass ich im privaten Spiel hier ziemlich gefailt habe. Wenn man die Kugel übrigens weiterentwickelt, dann
entwickelt er sich halt zu Bonsai Bill, diesen großen Kugelwilli halt, ne? Ich weiß noch, dass ich da im privaten Spiel ziemlich gesackt habe und ziemlich oft gefailt habe. Als ob ich jetzt, als ob ich schon draußen bin aus diesem Labyrinth. Das heißt, man muss immer noch den oberen Weg gehen und dann kommt man schon raus aus diesem Labyrinth. Echt jetzt? So, wir fangen wieder von ganz von vorne an. Und das heißt, wir machen weiter mit Kirby. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder einen neuen Kämpfer freischalten werden, das wird definitiv passieren, wird es jetzt ein bisschen länger dauern, dadurch, dass wir jetzt schon so viele Kämpfer freigeschalten haben. Ich kenne jetzt gerade gar nicht mal die genaue Anzahl, aber ich weiß, dass wir sehr viele Charakter freigeschalten haben. Aber wenn wir jetzt wieder einen Charakter bekommen, Schulk, Schulk ist eklig. Ich weiß, es gibt so viele Charakter, wo ich sage, die sind eklig. Aber es gibt halt auch so viele, ne? Es gibt viele coole Charakter, aber es gibt halt auch viele eklige Charakter. Schulk ist definitiv zu einer der nervigsten Charakter dazu zu zählen. Mach ja nicht einen auf Kirito und spiel Duosort. So, wenn du mit dem Charge spielen willst, mach den da. Mach doch den Zorro, wenn du willst. Aber das kannst du nicht, weil du ein Noob bist. Got killed. Das war zu easy für mich. Und ist es jetzt tatsächlich so, dass ich jetzt schon da runter kann? Ja. Also ihr seht schon, wir haben noch viel zu tun. Aber es ist zumindest nicht so ein großer Teil wie auf der anderen Seite. Den Weg sind wir, doch, den Weg sind wir gegangen. Das heißt, wir checken jetzt erstmal die anderen Wege ab. Ah, von hier komme ich also nach unten. Ah, ich muss natürlich noch ins Zentrum. Hier komme ich zum Beispiel. Ah, da ist zum Beispiel auch noch ein Ausgang. Da ist mir erstmal Donkey Kong Jr., den wir wegklatschen müssen. So, Fail. Ausweichhelfer mit Bum Bum und Pum und Pum Pum. Ja, und Punpun, so heißt die, Punpun heißt die. Bum Bum und Punpun. Gegen den kleinen Donkey Kong. Du hast doch keine Chance, Donkey Kong. Okay, ich halte meine Fresse halt so. Ich wusste nicht, dass noch ein großer kommt. Ja. Den kleinen Donkey Kong habe ich zwar getroffen. Was? Ja, ich habe ihn auch. Schade, das wäre so cool gewesen. Wenn ich ihn mit der Banane rausgekickt hätte. Nein! Oh, ich wollte den Donkey Kong Jr. jetzt zumindest mal rausdonnen. Nein, jetzt grabt mich schon wieder. Ja, wie kann der mich denn da wegkatapultieren? Ich hatte 68%. Ich hatte 68%! Ich hatte 68%! Willst du mich verarschen? Ich hatte 68% und du kannst mich rauskicken? Gut, dann muss ich hier den ein bisschen schneller rauskicken. Nein! Jawoll, jawoll! Okay, ich muss tatsächlich nur den kleinen Donkey Kong besiegen. Ich dachte, ich muss beide besiegen. Deswegen habe ich so dran gearbeitet, dass ich tatsächlich beide auch besiege. Aber ich muss tatsächlich nur den einen besiegen. Okay, dann war es tatsächlich sogar noch machbar. Nur ich habe mich ein bisschen dämlich angestellt. Oh, hast du gesehen, mit Kirby zum Beispiel kann ich gut kämpfen. Weil ich habe einen 3-Sterne-Charakter relativ schnell aus der Map gedonst. Beim ersten Mal war ich halt zu dumm, weil ich halt nicht wusste, dass da noch ein zweiter Donkey Kong kam. Klar, mit ein bisschen mehr Lesen hätte man das rausfinden können, aber ganz ehrlich, wenn ich das hier auch noch alles vorlesen würde, was da vorne, was da oben steht, das Let's Play würde Ewigkeiten dauern. Ich glaube, wir wären nicht mal mit der ersten Hälfte durch, wenn ich das alles vorlesen würde. So, auf dem Kopf stehender Bildschirm haben wir natürlich nicht so wirklich das große Interesse, von daher werden wir das Shiki ganz schnell rauskicken, besonders weil es nur einen. Oh mein Gott, was ist das? Nein, nein, diese Map zack. Also diese Map ist echt kacke. Also ich weiß, dass es später noch eine schlimmere Version davon gibt.
Aber diese Map ist echt die schlimmste. Und da sind sich auch eigentlich alle einig, dass es hier die schlimmste Map ist. Und tschüss. Aber wenn ich hier so einen einfachen Gegner bekomme, ist es natürlich schnell abgefrühstückt. Aber ich kann euch sagen, später wird es echt schlimm, auf dieser Map zu spielen, weil man teilweise auch überhaupt keinen Überblick hat. Weil man auch teilweise überhaupt nicht weiß, wo man überhaupt stehen darf auf dieser Map. Ja, hier ist ein Portal. Ach so, das führt mich dahin. Ja, ich erinnere mich. Ja, da gehen wir ein bisschen später hin. Okay, Mario bekommt sehr einfache Gegner. Der hat gerade ein bisschen viel Luck. Wenn ich mal ehrlich sein darf. Aber okay, Mario. Lass ich das einfach mal so stehen, dann hast du halt einfach momentan gerade ein bisschen viel Luck. Das ist schön für dich. Die anderen werden sich zwar nicht so freuen. Aber du darfst nicht vergessen, du kannst dich dann halt auch nicht beweisen, Mario. Schön. Ja, diese Ein-Stern-Gegner, das ist definitiv nicht das große Problem. Die Schwierigkeit sind halt dann am Ende die 3-Stern-Charakter. Oder halt dann besonders die 4er. Was ist das überhaupt für ein Spiel? Ich weiß es nicht. Ich kenne das Spiel nicht. Und was? Ich soll das mit Olima machen? Ist das euer Ernst? Olima? 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 Mit Olima gegen 3 Sterne? Rest in Peace. Und noch ein Haus. Und noch ein Helfer-Charakter ist auch dabei. Bruder muss los. Und der Gegner hat einen Unverwundbarkeitshaus. Bruder muss los. Challenge accepted. Ich wollte es ja nicht sagen, aber ich bin der beste Olima-Spieler des Planeten, wollte ich nur mal gesagt haben. Ne? Also ich wollte es eigentlich nie verraten, aber im Grunde genommen bin ich der beste Olima-Spieler, den es auf diesem Planeten gibt. Also wenn ihr irgendwelche Typen seht, die mit Olima übelst abgehen in irgendwelchen Super Smash Bros. Turnieren, das bin immer ich. Ja, das wollte ich halt eigentlich nie zugeben, aber es ist leider so. What the hell? Was war das? Also, manchmal verstehe ich das Spiel echt nicht. Ja, genau, blau, Pro. Heilung. Das war gerade echt seltsam. 3 Sterne und dann zocke ich den in ein paar Sekunden ab. Letzte Folge habe ich so hart gegen dieses Ho gepatzt. Und dann das. Hä, warum kann ich den Gegner nicht treffen? Das war jetzt seltsam. Danke. Hier, du burnst jetzt erstmal. Bam. Was? Ich wollte schon sagen, wie kann er da nicht sterben? Das war ein bisschen doof. So, die Krabben sollen uns hier nicht interessieren. Hey, ich hab sogar meine Ulti. Jawoll, und das sollte es doch jetzt gewesen sein, oder? Leute, ich habe eine Krabbe in der Hand. Ich wusste gar nicht, dass man die in der Hand nehmen kann. Wie viele Gegner sind das einfach nur? Nur noch einer, alles da. Ja, und die Krabbe hat mich am Ende noch weggekickt. Ich habe gerade mal 0,9% Schaden genommen. Und ich glaube, der Grund lag einfach, weil ich von einer Krabbe erwischt wurde. Aber das war aber lustig. Ich wusste gar nicht, dass man die Krabben aufheben kann und auf die Gegner schmeißen kann. Nintendo Briefkasten. Ja, das habe ich teilweise auch ein bisschen genutzt. War ein bisschen cringy, um ehrlich zu sein. War auf dem Nintendo 3DS und DS immer vorhanden. So, jetzt suche ich aber erstmal Captain Falcon. Spielen wir mal mit der normalen Version. Ja, habe ich wie gesagt früher genutzt, Nintendo Briefkasten. Ich finde das Bild von dem Nintendo Briefkasten Ding jetzt hier aber ziemlich awesome. Seht ihr gleich nochmal, was ich damit meine.
Guck doch allein jetzt gleich mal auf die Katze. Da, guck mal auf die Katze. Ich finde die Katze so cool. Aber ja, also da konnte man mit Nintendo-Briefkasten konnte man halt seinen Leuten irgendwelche Sachen zeichnen und Briefe halt schicken, ne? Also SMS halt für Nintendo 3DS und so, ne? You know. Muss man sich im Grunde... Nein. Kann man sich im Grunde vorstellen wie WhatsApp für Arme. Stirb doch. Als ob er das geblockt hat. Hä? Ich dachte, man kann da stehen. Nein! Der Buhu oder was das war, hat mich gestunt. Alter, ja! Ja, ist klar! Ist klar! Ist klar, Bruder! Also, wie gesagt, Nintendo Briefkasten kann man sich so vorstellen. WhatsApp für Arme. So kann man sich das vorstellen. Nur, dass man halt die Möglichkeit hat, zum Beispiel irgendwas zu zeichnen. Alter, wie die Gegner mich stunnen. Die Frau da unten nervt einfach nur. Alter, kann ich mich dieser Geist einfach auch mal aufhören zu nerven? Hat mich diese Wolke gerade weggekickt? Alter. Sag mal, warum stirbt ihr eigentlich nie? Zumindest ist einer weg, aber es ist halt leider nur einer, ne? Nein! Ja, ich kenne unseren Ulti nicht. Ja, aber ich habe sie getroffen! Ich habe beide getroffen! Ich habe beide getroffen, wie gut! Und beide gekickt! Ich habe beide mit der Ulti getroffen! Wie awesome war das denn jetzt? Ich finde die Katze immer noch lustig. Allein das Gesicht. Und dann dieses Fragezeichen über den Kopf. Was? Sieht so witzig aus. Mr. Game & Watch. Ja, das passt ja von der Farbkombination, die hier herrscht. Ah, nein. Nicht das, sondern das. Mit der Kombination möchte ich gerne spielen. Gegen Mr. Game & Watch. Game & Watch, sehr cooler Charakter, mit dem man gut spielen kann. Wenn man ihn spielen kann, ist er echt episch. Also ich kann ihn ein bisschen spielen. Seine Bewegungen sind halt seltsam. Auf die muss man halt erstmal klarkommen. Nein! Nein, 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 nein! Ich habe den Falcon Kick aus Versehen in die falsche Richtung eingesetzt. Ich trottel! Aber schön, dass wir wenigstens mit dem Labyrinth in dieser Folge zumindest durchkommen werden. Den Kampf werden wir doch noch schaffen, oder? In dieser Folge. Ansonsten wäre es... Nein. Vor dem Hammer müsst ihr aufpassen. Wenn da eine 8 oder 9 steht, dann kann er euch teilweise instant rauskicken. Besonders wenn eine 9 steht, seid ihr eigentlich definitiv tot. Was? Warum kriegst du jetzt das Feuerschwert? Ich möchte das Feuerschwert, nein. Nein, er ist gut ausgewichen. Ja, 4 war jetzt mit dem Hammer, da hatte ich Glück. 4 ist halt schlecht. Boah. Wenn mich mit seinen Pilzen da besiegt hat. Boah. Also, ich glaube, das war eine 6, ne? Oder war das eine 9? Kannst jetzt nicht so gut erkennen. Nein! Geh doch sterben! Als ob! Das war ein bisschen fail, aber okay, dann stirbst du halt so. Wenn ich dich versuche die ganze Zeit zu kicken und du nicht stirbst, dann stirbst du halt so. Mr. Game & Watch.
Wird halt jetzt ein bisschen dauern, bis wir ihn spielen können. Aber wir haben ihn zumindest freigeschaltet. Ich bin sehr froh, dass wir zumindest in dieser Folge hier diese Labyrinth geschafft haben. Weil das dauert halt schon ein bisschen. Von daher bin ich durchaus zufrieden, dass wir das so schnell durchgeschafft haben. Es würde mich sogar noch mehr freuen, wenn wir jetzt den Ausgang finden würden. Und der Ausgang war aber hier, ne? Ja. Wo ich komme auch von da, ne? Genau, kann ich von hier kommen. Genau, dann schalte ich sogar die Röhre hier frei. Ah, Spiegel wieder. Bewohner. Halt, wie gesagt, nee, am Samstag gibt es dann den Stream. Jetzt muss ich aber erstmal Bewohner finden. Bewohner, Bewohner. Es sind schon so viele Charakter, dass man einfach auch mal den Überblick verlieren kann. Von daher finde ich das noch in Ordnung, dass ich ja noch den Überblick verlieren darf. Ja. Gut herausgeredet. Wie ich genannt? Nein. Alles klar. Das ist doof. Hat der auch mal ein Roter mal ein bisschen mehr als nur ein Slot frei? Die Frau braucht zwei Slots für diese nervige Spiegelsteuerung. Weil die nervige Spiegelsteuerung, ja, das finde ich nämlich nicht so cool. Deswegen verklopp ich dich, denn du stinkst so. Nein. Nimm den Baum. Nein, nein, zerstör doch den Baum. Was ist mit dem Panzer passiert? Nein, ich wollte nicht die Bowlingkugel auf den Panzer werfen. Das sah jetzt auch zum Schluss ziemlich lustig aus. Aber es läuft zumindest momentan sehr gut. Ich kann sogar noch einen neuen Kampf machen. Das heißt, dass wir ziemlich gut vorankommen. Ich schaue jetzt mal, was in der Röhre ist. Was ist in der Röhre? Ach, ich bin da oben. Ja, da kommen wir erst später hin. Aber zuerst wollen wir ja nach unten. Wir könnten jetzt zwei Wege einschlagen, aber ich mache hier erstmal den Weg. Joa, das ist ein Einstern-Gegner. Das ist so unser heute letzter Gegner. Dann können wir im Stream direkt anfangen mit Pac-Man. Link müsste zwar eigentlich jetzt dran sein, aber dadurch, dass wir ihn für die schweren Kämpfe brauchen, würde ich dann doch sagen, dass wir ihn für die schweren Aufgaben behalten. Schön. Aber gegen einen Stern. Jawohl, gegen einen Sternkämpfer ist das jetzt auch nicht das große Problem. Ich bin durchaus darauf gefasst, dass wir in der nächsten Folge viel schaffen können. Also da werden wir den einen oder anderen Gegner besiegen. Durchaus könnte man vielleicht bis da unten hinkommen. Oh Gott, da ist eine goldene Insignie. Oh Gott, das wird ein interessanter Stream beginnen. Also bis hierhin wollen wir dann durchmachen und dann geht's halt hier nach unten, wo dann halt der Bossfight ist, hier unten. Das wird nicht leichter, unten hinzukommen, aber ich bin durchaus zuversichtlich, dass wir das schaffen können. Schaltet also unbedingt im nächsten Livestream wieder ein, wenn wir gegen diese Insignie der Sonne kämpfen. Aus Super Mario Sunshine, da solltet ihr unbedingt dabei sein. Das wird ein schwerer Fight. 4 Sterne sind ja immer ziemlich nervtötend. Also bis dahin und ciao.